Hey Leute, ja, ein neues Tutorial. Heute, wie erstelle ich in Blender 2.55 eine Pipe bzw. einen Tunnel. Ja, es gibt schon ein paar Tutorials darüber in YouTube, aber die meisten sind auf Englisch und meines Wissens nach gibt es noch keins für Blender 2.55. Ja. Fangen wir mal an. Als erstes löschen wir den Cube mit Entfernen oder X und Enter. Dann klicken wir Shift A, Curve, Bezier. Hier ist unser Curve. Dann nochmal das gleiche, Shift A, Curve, aber diesmal Circle. Jetzt klicken wir N und hier unten steht Curve Circle. Nehmen wir dann jetzt einfach mal X. Curve. Wir können nochmal N klicken, dann verschwindet dieses Fenster hier wieder. Jetzt gehen wir hier in den Object Data, klicken auf den Object Data Button und klicken bei Bevel Object X an. Ja, jetzt können wir noch. Klicken wir mal den Kreis an, klicken M2. Gut, somit ist das Teil in den zweiten Layer verschoben, weil das brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt in Edit Mode und können, wenn wir ja einen Punkt hier markieren, mit G können wir ihn bewegen, mit R rotieren und mit S können wir skalieren. Jetzt bauen wir einfach mal eine ganz einfache Strecke. G mit, und jetzt klickt der E und dann ein bisschen rotieren. Ja, baut hat eine. Ja. Gut. So. Dreht den vorne. So hin. Und jetzt drückt ihr Alt C. Schon verbindet sich. Jetzt klickt ihr mal C, damit ihr im Wireframe Mode seid. Und überall, wo die so übereinander lappen, ja, das sollte man verhindern. Wir rotieren einfach mal überall ein bisschen und skalieren und probieren aus, bis das fast ganz weg ist. Weil sonst sieht es nachher nicht schön aus beim Rendern. Ja, hier skalieren wir noch. Hier ist okay. Können wir auch noch ein bisschen skalieren. Ja, so. Oh, hier ist schlimm. Hier müssen wir das Ganze ein bisschen drehen und ein bisschen skalieren. Hier skalieren wir es ein bisschen größer und rotieren noch. Ja. Das ist unser Tunnel. Gut. Das Wichtigste wäre jetzt eigentlich schon geschafft. Als nächstes wollen wir machen, dass die Kamera durch diesen Tunnel fährt. Dafür klicken wir die Pipe an. Und bei Apple Object, wo X steht, entfernen wir das X. Ja. Jetzt ist es wieder die ganz normale Kurve. Jetzt markieren wir die Kamera und die Kurve und klicken Steuerung P, Follow Path. Wenn wir jetzt halt A klicken, folgt die Kamera der Kurve. Da das jetzt noch, ja, nicht gut aussieht, bringen wir die Kamera an seine richtige Position. Und die Kamera markieren. Und bringen. Und jetzt genau an den Punkt bringen, wo die Linie anfängt. Diese gestrichelte. Gut. Gut, jetzt noch gucken, in welche Richtung es fährt. Dann auch in die Richtung drehen. Hier ein bisschen höher. So. Und schon, wenn wir halt achten, fahren wir der Linie schön hinterher. Ja, das Ganze geht mir noch ein bisschen zu schnell. Jetzt können wir die Curve an. Und hier bei Frames geben wir mal 300 ein. Klicken wir da. Und
und schon ist das Ganze wesentlich langsamer. Gut, jetzt können wir hier wieder X aktivieren und sehen, wie wir durch den Tunnel fahren. Wenn wir das Ganze verändern, ist es schwarz, ganz klar. Weil das ja ein Tunnel ist, wo kein Licht reinkommt. Das kann man leicht ändern, indem man hier auf den Materials Button klickt. Add New. Wir nehmen die Farbe mal grün. Und hier oben klicken wir Wire an, damit es so ein Gitternetz entsteht. Und schon sieht es so aus. Nicht schlecht eigentlich. Aber jetzt wollen wir, dass die Farbe überall gleichmäßig ist. Dafür löschen wir die Lampe. Klicken unsere Curve an. Bei Shading, also bei Material, bei Shading geben wir Punkt 4 ein. Wenn wir jetzt auf 12 klicken, hat es überall die konstante Farbe. Jetzt machen wir den Hintergrund noch schwarz. Dafür gehen wir auf World, diese Erde. Und Horizon Color ändern wir von grau auf schwarz. Jetzt auf 12 klicken, sieht das so aus. Wir können jetzt noch ein paar Sterne reinmachen, dafür aktivieren wir Stars. Geben hier einfach Punkt 2 an. Ja. Das war's jetzt im Grunde genommen schon auch. Was man jetzt noch machen kann, ist einen Glow-Effekt drauf zu machen, damit es schön aussieht. Dafür gehen wir hier in den Video Editing. Klicken hier Add Scene Scene. Das ist unsere Szene. Jetzt klicken wir Add Effect Strip Glow. Bei Boost Factor geben wir mal 10 ein und bei Threshold Punkt 1. Wenn wir jetzt mal rendern, hat es so einen Leuchteffekt. Ja, dann rendert ihr das ganz normal. Oder? Ihr könnt das ganz normal rendern wieder. Geht ihr wieder hier hin, klickt auf den Render-Button, HDTV 1080p und hier wählt ihr euer Filmformat und hier euer Verzeichnis, wo ihr es reinspeichert. Und ja, so sieht dann eure Pipe aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.